Mein heutiger Gast ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Offenbarung. Gemeinsam mit ihm werde ich über sein Leben, über das Verhältnis zu seinem Vater und über die seit einiger Zeit erschienene Biografie Das Neue Testament reden. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Jesus von Nazareth. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herr Beckmann. Herr Jesus, Sie werden ja von sehr, sehr vielen Menschen auf der Erde, ja, ich will nicht sagen, angebetet. Doch, ich denke, das kann man schon sagen. Wie ist das? Ich stelle mir das so vor, wie wenn einen eine Art Last oder Schwere jeden Tag begleitet, die wiederum gepaart ist mit einem Gefühl der Leere, also eine Art leere Schwere, die wiederum gefüllt ist mit hohen Erwartungen, Erwartungen von außen, Erwartungen an sich selbst, Erwartungen, die so hoch sind, dass es so tief geht, dass man irgendwann merkt, dass man nicht mehr umkehren kann, dass man den Weg, den man eingeschlagen hat, zu Ende gehen muss, bevor man überhaupt im Klaren darüber ist, ob einen die Außenwelt überhaupt noch versteht oder ob das, was man sagt, nur noch für einen selbst Sinn ergibt. Ist das so? Entschuldigung, wie war die Frage? Herr Jesus, lassen Sie uns mal über Ihre Eltern sprechen. Sehr gerne. Ihrer Biografie zufolge war ja Maria Ihre Mutter. Aber wer war denn nun eigentlich Ihr Vater? War das Josef oder war das Gott? Im Grunde genommen bin ich der Sohn des Heiligen Geistes, aber irgendwie auch ein bisschen Sohn von uns allen. Also ich habe sicherlich nicht mit Ihrer Mutter geschlafen. Dieser Heilige Geist, das klingt immer so mystisch. Wer ist das eigentlich? Bringen Sie da mal ein bisschen Licht in das dunkle Loch meines Unwissens. Was bitte? Diese unbefleckte Empfängnis. Da muss ja irgendwie so ein kleiner Jesus-Samen in die Eizelle eingedrungen sein. Bei aller Liebe, Herr Beckmann, ich glaube, Sie gehen da etwas zu wissenschaftlich heran. Es ist eher eine Frage des Glaubens. Glaube, das ist ein gutes Stichwort. Das interessiert mich. Lassen wir uns da mal drüber reden. Ist das etwas zum Anfassen? Kann man das berechnen? Glaube? Ist das ein eher psychologischer Zustand? Oder ist das ein biochemischer Prozess? Lieber Herr Beckmann, Ihre Fragen nerven mich ein wenig. Ich habe dafür keine Zeit. Das Leid der Welt braucht mich. Herr Jesus, Sie verlassen gerade mein Studio. Das ist sehr interessant. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja bestimmt nicht das erste Mal, dass Sie vor Problemen davonlaufen.